Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Fimmeltech und habe euch mein neues Sheet für die Woche mitgebracht und wir gucken mal, wie es aussehen wird und ich entschuldige mich schon mal, dass ich zwischendurch vielleicht nicht ganz so viel rede, weil ihr hört schon, ich bin immer noch total, ja, mehr oder weniger krank, erkältet, Stimme ist weg und ja, jedes Sprechen macht es für mich schwerer und ihr werdet mich bestimmt mal husten hören zwischendurch, es tut mir unendlich leid, ich kann aber nicht jeden Huster rausschneiden. Denn es sind vermutlich viele. Es tut mir wirklich leid. Ich werde diese Videos tatsächlich erstmal mit Absicht nicht lauter machen. Alle anderen habe ich lauter gemacht. Und ja, das wird hier nicht passieren. Sonst platzen euch noch die Ohren weg. So, aber wir starten erstmal mit dem, was diese Woche benutzt wird. Und zwar ist das einmal dieses hier. Es ist ein wunderschönes Halloween-Set von der Künstlerin, die wir vorher auch hatten. Ja. Ich finde es tatsächlich super schön. Es ist mal wieder riesengroß und ich muss mich jetzt darum kümmern, die Sheets für die nächsten Wochen zu besorgen. Und ja, so richtig eine Idee habe ich da noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich hätte gerne mal wieder etwas kleinere. Vielleicht benutzen wir auch für den November fast komplett mal Reste. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Das muss noch durch mein Dickschädel durch, wie ich das machen möchte. So. Aber die Woche startet und ich möchte zumindest einigermaßen vorbereitet sein. Die Woche ist schon gestartet. Wir sind schon quasi mitten in der Woche. Ich habe es körperlich einfach nicht geschafft, ein Video aufzunehmen. Ich war wirklich fix und fertig in den letzten Tagen. Und ja, das soll sich jetzt wieder ändern. Ich möchte jetzt auf jeden Fall in die Spooky Season richtig reinstarten. Ja, was heißt richtig reinstarten, ne? Wir sind hier in Deutschland und ich komme schon wieder gegen euch, es tut mir leid. Und die Spooky Season gibt es hier gar nicht richtig. Von daher machen wir es so, wie wir wollen, wie wir Spaß haben. Ein bisschen was Gruseliges, nicht zu viel. Ihr seht, ich verkacke ohnehin hier schon wieder. Aber ich habe tatsächlich auch gerade die Muße nicht, es großartig anders zu machen. Jedes Reden ist, heißt weniger Luft. Und weniger Luft ist im Moment ultra anstrengend. The Big C ist einfach wirklich ein A. Und ja, ich bin wirklich, wirklich ziemlich fertig, muss ich zugeben. So. Aber ich tue ja hier meinen Perfektionismus ohnehin öfter mal ziemlich zur Seite. Und diese Woche wird es erst recht der Fall sein. Denn ja. Ja, wir schauen mal, wie weit ich komme. Ihr hört, meine Stimme wird schon wieder schlechter. Und bevor ich nochmal einen Hustenanfall bekomme, wie beim letzten Mal, und das war wirklich schlimm. Danach konnte ich erstmal eine Stunde nicht mehr atmen. Gucken wir erstmal, dass wir das hier so einigermaßen hinkriegen. So. Ja, demnach passiert natürlich gerade auch nicht ganz so viel in meinem Leben. Also arbeiten gehen ist noch nicht möglich. Ansonsten passiert viel Malen nach Zahlen und sonst wirklich gar nicht so unfassbar viel. Ja, nicht so spektakulär, kann ich euch sagen. Viel Malen nach Zahlen, ein bisschen Questen in WoW. Und nicht viel reden. Reden ist alles übel. Essen kann ich auch nicht so. Ein Hustenanfall nach dem anderen ist, ja, wie gesagt, alles nicht so einfach im Moment. So, dann brauchen wir wieder. Ja, das wird natürlich sehr ähnlich gegenüber dem vom letzter Woche aussehen, denke ich. Den lassen wir jetzt tatsächlich mal weg. Wir nehmen jetzt mal beide Male das hier.
Überschrift. So. Dann machen wir da wieder unsere schöne Linie zwischen. Ja, diese Woche sind es ein paar mehr Videos, aber ich werde die da jetzt nicht extra mit reinnehmen. Glaube ich. Weil ich kreuze es dann einfach von letzter Woche ab. Sind jetzt tatsächlich alle hochgeladen, bis auf die Bastelvideos, die ich wahrscheinlich nicht nachholen werde. Ich glaube, die Kraft und Zeit habe ich nicht so wirklich. Überhaupt erstmal die neuen drehen ist schon kräftezehrend genug, um ehrlich zu sein. Und morgen ist Mittwoch und ich habe noch keins für Mittwoch, ne? Also so sieht's aus. Es ist im Moment wirklich nicht so einfach für mich. Und ich hänge mit meinem Kalender und allem hinterher. Also es wird knappig dieses Jahr mit Weihnachten, kann ich euch sagen. Es wird man knappig. Like always eigentlich. So, alles ein bisschen knapper dieses Mal, weil ich so große Überschriftenbereiche gewählt habe. So. Aber nichts, was man nicht hinbekommt. So. Mittig ist was anderes. Das reicht einfach ganz knapp nicht. So, und dann kommen hier oben, damit das einheitlich ist, kommen die hier noch drunter. Aber das Graue kommt nach oben, dann passt das. Ja, was habe ich gestern gemacht? Also Haushalt auf jeden Fall schon mal nicht, kann ich euch sagen. Also der ist wirklich sehr arg liegen geblieben in den letzten Tagen. Hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa, so sagt man das bei uns. Ich habe es heute geschafft, ein bisschen mehr Haushalt zu machen, bin aber wirklich mit den Videos und dem Haushalt direkt dafür bestraft worden, mit einem wahnsinnigen Hustenanfall. Viel reden, viel bewegen war nicht so die coolste Idee. Der Trockner läuft noch, die Wäsche, die nicht in den Trocknen darf, die hängt. Abwasch ist zur Hälfte getan und der Hamster ist sauber, aber ja, wirklich gut geht es mir damit nicht. Und den Hamster habe ich noch nicht mal selber gemacht, den hat mein Freund gemacht. Ich habe den Hamster bespaßt in der Zeit. Aber gesund ist was anderes. Nein, bleibt da dran. Und eigentlich müsste ich jetzt wirklich wieder aufhören, Videos zu drehen, weil mein Körper mir einfach sagt, nö, noch nicht.
reicht. Aber irgendwie bin ich im Kopf noch nicht so weit. Ich weiß ja auch nicht. Montag, Dienstag, Mittwoch. So, und da können wir schon mal reinschreiben. Donnerstag, Freitag, Plus. Und da wird es wahrscheinlich kein Plus geben. Dann haben wir hier YouTube. Der Hall, der hat nicht stattgefunden, kann ich schon mal sagen. Hier haben wir Budget und das passt. Anne, das weiß ich noch nicht. Plus Sparspiele. Planning von letzter Woche. Basteln. Sparspiele. Planning. So. Ich habe diese Woche blau, glaube ich. Budget ist, das ist sowieso dann. Sparspiele sind. Planning ist dann. Muss ich gleich nochmal kurz reviewen. So sieht es immerhin schon mal aus. Was gab es gestern zu essen? Habe ich eiskalt vergessen? Ja, habe ich vergessen. Keine Ahnung. Ja, dann sind wir aber ja mit der Grundgestaltung noch nicht wirklich fertig. Ja, das wird auch nicht ansatzweise reichen, diese Länge hier. Da kommt ein das hier noch dazu, auch wenn es kleiner ist. Nee, das sieht auch nicht aus. Dü. Das sieht so gar nicht aus, ne? Wir cheesen ein bisschen. Andersrum. So. Ganz kleines bisschen gecheast, dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. So. Wo waren wir? Bei den Tagen, ne? Da haben wir sie. Montag. Dienstag. Mittwoch. Ich habe so viel Trash-TV geguckt die letzten Tage. Unbelievable. Wirklich. Reden wir besser nicht drüber. Oder fehlt noch die Farbe? Da kommt das Rote hin. Das haben wir ja noch über.
Wunderbar. So sieht es gleich viel besser aus. Donnerstag. Freitag. Samstag. Und Sonntag. Perfekt. Haben wir Zahlen? Wir haben sogar Zahlen. Gestern war der 23. Heute ist der 24. 25. 26. 27, 28, nächste Woche ist ein Tag frei, fällt mir gerade auf, nice. 29. Wunderbest. So, dann starten wir die Woche doch mal mit unserem Kürbis hier. Auch wenn ich nicht arbeiten war, war ich da wieder beim Arzt, weil ich noch positiv bin. Und damit kann man schlecht arbeiten gehen. So, ich habe absolut keine Ahnung, was wir gestern gegessen haben. Wirklich null. Nada. Gestern war es auf jeden Fall bewölkt. So viel kann ich schon mal sagen. Ich kann mal eben das Wetter machen. Es war bewölkt. Und heute ist es rainy. Pretty rainy. Aber eher so. Ja. Ich wollte, was haben wir gestern gegessen? Ich kann mich absolut nicht dran erinnern, wirklich nicht. Kein Plan. Ich werde alt. So. Dann habe ich gestern. Hier, das können wir da nochmal drauf machen. So. Nee. Oh. Das ist ja das Falsche, ne? Ich bin ein bisschen Dulli-Kopf heute. Oh Mann. Okay, lassen wir das. Wir können einfach das Symbol hier nehmen und schreiben das dann nochmal neu hin. Gibt es auch irgendwie ein Arbeitssymbol? Das frage ich mich jede Woche wieder, ne? Egali. Gestern war ich, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal beim Arzt. Nee, dann nehme ich irgendwas anderes für. Irgendwas, was ich nicht so oft habe, wäre cool. Hier, wir schnappen uns den hier. So, dann habe ich tatsächlich ein Video gedreht.
Und zwar das Budgeting-Video. Das können wir gleich dahin schreiben. Und habe ansonsten nicht so viel gemacht. Mal nach Zahlen und WoW am Ende des Tages. Mehr nicht. Sind keine kleinen Sachen dabei, ne? Nö, okay, gut. Gut, gut. Dann machen wir das so. Malen nach Zahlen. So, und dann habe ich tatsächlich geschafft, das Budget-Video zu drehen. Budget. Gar nicht so bad, würde ich sagen. Der Tag fängt, also langsam kommt, glaube ich, in meinen Alltag zumindest ein kleines bisschen zurück. So, aber heute sind wir schon bei 2 Videos, kann ich schon mal sagen. Wie habe ich denn heute den Tag begonnen? Den Tag habe ich begonnen mit einem Hustenkrampf. War grandios, kann ich euch sagen. Dann war das Wetter erstmal bewölkt und jetzt fängt es an zu regnen. Also regnet richtig eigentlich. Ich habe. Buntwäsche angestellt. Eigentlich sind das die falschen. Ich wollte gerade eigentlich eine andere Farbe nehmen. So. Die Farbe soll es jetzt werden. Buntwäsche. Abwasch. Pause. Heute Morgen habe ich eigentlich mit Malen nach Zahlen angefangen. Fängt mir gerade ein. Nach dem Hustenkrampf, einfach um runterzukommen, ein bisschen das große Backen nebenbei geguckt, Hunger bekommen, eine Mini-Pizza gegessen, also eine winzig kleine, wahrscheinlich ist es für andere eine normale Portion. Ja, reden wir nicht drüber. So. Ja, wie gesagt, mal nach Zahlen war noch dabei. Und dann wird nachher sehr wahrscheinlich noch WoW dabei sein. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Das Video schaffe ich heute eh nicht mehr. Brauchen wir nicht drüber reden. Schaffe ich heute eh nicht mehr. Da kommt noch WoW dazu. So.
Das Sparspiele-Video musste ich nur schneiden, aber egal. Sparspiele-Planning. So, dann kannst du da wieder rein. Du kommst in den Müll. Therapiesticker, da brauchen wir gerade mal einen von. Ist die Uhr diesmal auch wieder dabei? Das wäre cool. Aber ich sehe keine. Können uns hier die Waschmaschine schnappen. Buntwäsche. Nicht, dass es da stehen würde, ist ja egal. Ey, aui. Das Mal nach Zahlen kann ich bald draußen lassen diese Woche. So, aber so sieht es erstmal aus. Mehr kann ich noch nicht dazu beitragen. Von daher, bevor ich jetzt euch einen hier vorhuste, verabschiede ich mich erstmal und ich würde sagen, wir sehen uns dann quasi jede Sekunde wieder, wenn man es ganz genau nimmt. Bis gleich. So, Freunde, ihr seht hier ganz viel rumliegen. Müssen wir hier ein paar Dinge zur Seite schieben. Das brauchen wir gerade nicht. Wir haben hier neue Sticker von I Love to Print, so ein bisschen Halloweenig, und die möchte ich im Moment benutzen, obwohl Sport gerade nicht möglich ist. Einkaufen kann ich auch nicht, weil ich noch krank geschrieben bin. Und hier ist ein Plan, tue ich gefühlt jeden Tag. Und Wäsche mache ich gefühlt auch jeden Tag. Obwohl wir nur zu zweit sind, ne? Schlimm. So, mein Plan, was ich so veranstaltet habe in den letzten Tagen, nicht so besonders viel. Weil, wie gesagt, ich bin immer noch krank, man hört es ja auch noch. Luft ist knapp, reden ist schwer. Alles nicht so einfach, würde ich sagen. Alles nicht so einfach. Ich habe ein bisschen eine neue Kameraeinstellung. Ihr könnt mir mal sagen, ob euch das ganz gut gefällt. Da ist mein brauner Stift. Du bist braun, oder? Ja. So. Habe ich gemacht. Ich habe das Video nicht geschafft. No way. Ich habe es vorbereitet. Ich bin halb fertig, aber noch nicht ganz. Also es ist einfach, krieg's gerade leider nicht ganz so gut hin. Ich habe Wäsche gemacht. Ich habe Abwasch gemacht. Wir haben gekocht und gegessen. Ich habe mal nach Zahlen gemacht. Habe ich mich auch richtig bei entspannt noch ein bisschen WoW gespielt. Aber was viel wichtiger ist, ich habe abends tatsächlich anderthalb Stunden, fast zwei Stunden wieder in Hogwarts Legacy verbracht und habe es einfach wirklich geliebt und sehr vermisst. Und deswegen werde ich jetzt, heute ist Donnerstag, habe die letzten Tage immer mal wieder Hogwarts Legacy gespielt, und deswegen gibt es jetzt von diesem Harry Potter Buch, benutze ich jetzt die Aufkleber dafür. Ich habe nicht so richtige Wizard-Aufkleber in so einer Form gefunden, die ich gerne hätte, und deswegen benutze ich jetzt einfach hier diese Harry Potter Aufkleber für Hogwarts Legacy Zeit. Sind das Aufkleber? Bin ich gerade doof? Ja, sind das. Dafür brauche ich aber trotzdem einmal. Ihr hört meine Stimme, ne? Es ist immer noch eine Katastrophe, kann man sagen.
So. Da kommt dann jetzt Hogwarts Legacy hin. Das sollte aber dann jetzt nicht so ein Riesenaufkleber sein. Die sind gerade ein bisschen groß. Gibt es euch auch in kleiner? Ja, gibt es. Nehmen wir hier doch mal den Ronnie Boy. Hogwarts Legacy. Und ich liebe es immer noch, jede Sekunde, kann ich euch sagen. Das ist einfach eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Und ich habe echt viele Spiele gespielt. So, Mittwoch. Ich war gestern das erste Mal wieder ein bisschen fleißig und war danach fix und fertig. Ich habe gebügelt und Handtücher gewaschen, die noch nicht zusammengelegt sind. Also das erwartet mich heute tatsächlich auch noch. Ich bin leider weiter krank. Gestern gab's. Also hier habe ich habe mich wieder dran erinnert und dann wieder vergessen. Ja, soweit ist schon. Es ist schwierig. Auf jeden Fall gab's gestern. Gestern gab's Hähnchen. Also kein halben Hahn, sondern Hähnchenfleisch. Dann Burger. Heute war. Mein Gott, schreiben ist wirklich zu schwer im Moment. Nudeln. Ich hab's wirklich, es ist mir wieder eingefallen und habe ich es wieder vergessen. Das, ja. Ja, ich würde es ja auf Corona schieben, aber ich befürchte, das ist keine gute Idee. Wir basteln trotzdem mal da, wo es sonst hingehört. Unseren. Weil eigentlich arbeite ich da ja im Moment nicht, weil ich krank bin, aber ja. So, dann gab es da auf jeden Fall Wäsche. Wäsche. Haben wir hier noch irgendwo ein Wäscheding? Ich glaube ja nicht. Aber man kann ja mal gucken. Ha, ich habe die Uhr gefunden. Freunde, ich habe die Uhr gefunden. Aber nee, ich sehe nichts weiter mit Wäsche. Okay, dann schnappen wir uns aus unserem Haushaltsding auf jeden Fall einmal wieder ein paar Wäschesticker. Bügeln plus Handtücher. Wunderbar. Heute muss ich die Handtücher noch zusammenlegen. Das schreibe ich jetzt nicht extra auf. Das geht relativ fix zum Glück. So, dann ist ja mittwochs immer der WoW Reset Day. Ich habe aber auch abgewaschen. Ja, habe ich getan. Entschuldigung. Ja, mit dem Husten werde ich wohl leider noch ein bisschen leben müssen. Der hält sich hartnäckig. Wunderbest. Also ich habe gestern, wollte ich erst ein Video drehen. Ich habe nein. Einfach nein. Dann ja, war WoW Reset Day. Und ich habe einen meiner beiden Main Chars einmal eben durchgeprügelt. Was haben wir eigentlich für ein Wetter hier? Wetter. Wetter ist Regen, Regen, zwischendurch Regen und dann nochmal Regen, kann ich euch sagen. Hier.
Regen. Und heute ist Nebel. Regen sehe ich nicht. Gibt es hier irgendwas mit Nebel? Kein Nebel. Dann nehmen wir halt dich. So, WoW. Und dann war halt noch, wie gesagt, kochen und malen nach Zahlen. Also eigentlich war so ein bisschen, ja, so alles, ja, wir haben alles gemacht eigentlich so. Kochen, Hähnchen, dann musst du die richtigen Aufkleber hier finden, ne? Der will nicht runter, ich sag's euch. Haben wir da irgendwie was für? Haben wir da was Schönes für? Nö. Und am Ende gab es wieder Hogwarts Legacy. Ich habe gestern auch noch gebastelt, ja, also ich habe zumindest angefangen, was vorzubereiten, wovon ich heute eigentlich noch irgendwie das Video drehen muss. Mal gucken. Ich brauche meinen weißen Stift. Malen nach Zahlen. Und dann brauchen wir noch mal, da können wir jetzt einen größeren nehmen. Ja, so groß dann doch wieder nicht. So. Hogwarts Legacy. Ja, so, heute. Heute wird wohl kein Hogwarts Legacy sein. Heute war, also heute muss jetzt gleich erstmal Wäsche noch zusammengelegt werden. Es war aber schon Abwasch. Und ich gähne gerade, weil ich sehr müde bin. So. Ja. Schief geht die Welt zugrunde. So. Da kommt auf jeden Fall einmal Abwasch rein. Ja, komm, Wäsche zusammenlegen, nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Und dann nehmen wir jetzt hier unseren coolen Geist. Wäsche zusammenlegen. Dann, ja, wir müssen eigentlich dringend einkaufen. Also so langsam, wir haben den Froster tatsächlich echt gut leer gegessen. Das ist richtig cool. Also actually wirklich, und wir haben ihn ja leider erst abgetaut. Sonst hätte man jetzt sagen können, ja, dann können wir ihn ja jetzt abtauen, aber okay. Gerade erst gemacht, dann kam Corona. Doof.
So. Dann habe ich heute Morgen auf jeden Fall schon eine Runde mal nach Zahlen gemacht und werde wahrscheinlich heute eh auch keine Zeit mehr dafür haben. Weil donnerstags abends ist Raid. Und abends ist WoW-Zeit. So gegessen habe ich gerade auch schon. Es gab Nudeln. Dann werde ich wahrscheinlich gleich ein Video noch drehen. Und zwar das Bastelvideo von gestern. Anne Stempel. Ja. Warum klingelt denn jetzt jemand? Ich habe gar keine Zeit. Wüsste auch nicht, wer irgendwas liefern sollte. Aber ja, das war's erstmal und wir machen einfach morgen weiter. Bis morgen. So, wir kommen zum letzten Teil des Videos. Wir sind mittlerweile hier angekommen und ich habe natürlich den Samstag mal wieder nicht getrackt, den Sonntag auch nicht wirklich, aber wir haben heute Sonntag, das heißt, es sollte einigermaßen hinhauen. Wir hatten auf jeden Fall am Freitag Regen. Ich bin schon wieder müde. Es ist furchtbar. Meine Stimme wird langsam besser. Das ist auch auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. So, gestern war, glaube ich, einfach nur bewölkt. Bewölkt und ein bisschen windig. Heute ist sehr windig. Aber es geht. Also, naja. So. Bisschen Regen dazu, aber ja. Ja, es herbstet doch sehr. So, was haben wir am Freitag Schönes gemacht? Am Freitag waren wir auf jeden Fall einmal eben einkaufen. Aber ansonsten, like always, Buntwäsche. Das zieht sich so durch mein Leben. Nearly everyday Wäsche. Kann ich leider nicht ändern. So, habe ich abgewaschen am Freitag? Ich glaube, ich habe es. Doch, ich habe Freitag abgewaschen. Definitiv. Samstag hat mein Freund abgewaschen. Freitag habe ich abgewaschen. Abwasch. Wäsche. Dann. Kleben wir einmal hier unseren schönen Freitag. Hätten wir auch mal direkt daneben kleben können, ne? Sieht dann viel besser aus. Machen wir auch. Machen wir auch eiskalt, wenn das auf der gleichen Höhe ist. So. Dann waren wir einkaufen. Waren wir einkaufen? Wir waren einkaufen. Waren wir, habe ich noch nicht aufgeschrieben. Alles klar. Alles klar. Auf jeden Fall abends. Ziemlich sicher Hogwarts Legacy gespielt.
Und gestern Abend auch. Also das können wir. So oder so. Schon mal eintragen. Heute weiß ich noch nicht. Heute wenig noch nicht. Ob ich da noch mal eine Stunde schaffe. Vielleicht gleich nach dem Essen. Aber sonst könnte knapp werden. So, das machen wir gleich, weil ich noch nicht weiß, wie groß die sein müssen. So, wir brauchen noch einen Einkaufssticker. Mal nach Zahlen habe ich auch definitiv jeden Tag gemacht. So, dann nehmen wir den auch einmal für Einkauf. Und was haben wir da gekocht? Frikadellen waren es. Frikadellchen. Da nehmen wir auch mal so einen von, ne? So, habe ich noch was an dem Tag? Ich habe Videos gedreht. Die passen da gar nicht mehr hin. Freunde, die passen da gar nicht mehr hin. Tag war einfach zu voll. So, aber bevor ich jetzt durcheinander komme und nicht weiß, was ich da alles gemacht habe, wir waren einkaufen. Können wir einfach eiskalt so darüber machen. Einkaufen. Dann WoW habe ich so gefühlt gar nicht gespielt. Malen nach Zahlen. Stift. Hat jemand einen Stift gesehen? Keinen braunen vorzugsweise. Ich sehe keinen braunen. Man muss es jetzt so. Ich sehe wirklich keinen braun. Dann. Ich bin unzufrieden. Ich will einen braun. aber er ist nicht da. Wo ist er hin? Liegt bestimmt hier auf dem Tisch unter den ganzen Sachen, die ich hier liegen habe. Ja. Tut er. Wunderbar. So. Malen nach Zahlen. Dann haben wir da ja noch Essen, ne? Haben wir denn da noch hier irgendwie so ein Food-Stickerchen? Das wäre doch mal pretty cool. Ich merke, wie gerade der Hustenreiz kommt. Nicht so cool. Es gab keine Burger, aber es gab Essen. So, da gab es ein Video. Bastelstunde. Das heißt, Hogwarts Legacy, der Aufkleber wird relativ klein, weil wir haben nicht so viel Platz. Nehmen wir hier so einen dedelischen Schlüssel. Hogwarts Legacy. So. Da oben hatten wir wie immer Wäsche.
und der Abwasch. Oh, da hätte ich doch meinen coolen 90er nehmen können. Abwasch. So, Samstag war keine Wäsche und Sonntag auch nicht. Das weiß ich schon mal, weil ich bügel heute nicht mehr. So, aber. Wir haben jetzt hier mal noch ein bisschen was zu tun an Videos. Video und Video. Ich fange nämlich an, bereits Bastel-Adventskalender-Videos zu drehen, weil das sonst alles zu knapp wird nach hinten raus. Vor allem, weil ja WoW, das nur der neue Patch erscheint, der mich viel Zeit kosten wird. Aber hier Sparspiele. Die habe ich auch gestern Stunden vorbereitet. Also für den nächsten Monat. Genau wie das Budget schon mal teilweise vorbereitet ist. Oder das Budget ist schon vorbereitet, aber das Ende noch nicht. Dann Kalender Tag 1 und Anne Stempel für Mittwoch. So. Weekend, wunderbar. Ich weiß gar nicht, was wir gestern gegessen haben. Absolut keinen Plan. Das hat auf jeden Fall stattgefunden. Das auch. Und da bin ich gerade bei. Was habe ich gestern gegessen? Ich habe keine Idee. Ich weiß wirklich nicht. Das habe ich den Samstag noch so gemacht. Also ich glaube, da war wirklich viel Basteln. Viel Basteln, viel Videos. Das ist auch tatsächlich schon Tag 2. Tag 1 habe ich am Tag davor schon gedreht. Habe ich gestern Nachmittag noch irgendwas gemacht? Ja, malen nach Zahlen habe ich definitiv gemacht. Definitely.
Der gehört da nicht hin. Definitiv mal nach Zahlen. Ich habe kein WoW gespielt, ich habe ein bisschen Overwatch gezockt. Das war es aber dann auch schon wieder. Und dann war da Kochen zwischen, aber keine Ahnung, was ich hier gegessen habe. Wirklich null Plan. Das heißt, wir können einen etwas größeren Sticker für Hogwarts nehmen. Habe ich gleich noch Zeit für Malen nach Zahlen oder habe ich gleich noch Zeit für Harry Potter? Das sind jetzt so die Fragen. Ich werde gleich definitiv noch kochen. Ich bin eigentlich gleich noch mit einem Video dabei. Also das hier quasi. Das kann ich eigentlich schon mal mit reinnehmen, weil das ist ja jetzt gleich fertig. Ich glaube, Hogwarts wird heute nichts. Es wird dann eher was mit Malen nach Zahlen. Oder ich drehe noch mehr Bastelvideos, mal gucken. Weil am Ende des Abends kommt definitiv ein Raid und dann liegt hoffentlich der Endboss. So. WoW habe ich auch schon neue Sticker ausgedruckt. Die sind aber gefühlt noch kleiner als die davor. Muss ich nochmal gucken. Ja, Hogwarts Legacy passt da nicht mehr hin. Ich weiß nicht, schaffe ich das heute noch? Einmal Hogwarts Legacy zu spielen. Schwierig, schwierig. Könnte klappen, muss es aber nicht. Ja, komm, wir versuchen es mal, würde ich sagen. Ich bin da im Moment ein bisschen besuchtet. Wenn man sich eh nicht so viel bewegen kann, dann macht man eben solche Dinge, ne? Wir brauchen wieder einen kleinen Aufkleber. Ihr seid alle nicht klein. Ach, hier nehmen wir einfach so Zaubersterne. Es ist 14 Uhr, es wird ein strammes Nachmittagsprogramm. Ja. Aber vor allem, weil ich das auch noch alles schneiden muss. Das ist nämlich noch nicht passiert. Aufgenommen, aber nicht geschnitten. So, aber so sah meine Woche aus. Ich war noch komplett krank und nächste Woche geht es tatsächlich wieder los mit Arbeit, aber Mittwoch ist ja frei. Von daher wird das hoffentlich einigermaßen alles hinhauen. Montag kommt unser neues Auto. Da bin ich dann auch mal gespannt. Und Montag ist auch schon relativ voll. Da habe ich gar nicht so viel Zeit für andere Sachen. Gibt auch keinen Haul am Montag bei mir, weil ich habe nicht großartig was eingekauft. Ja, aber so sah meine Woche aus. Wäsche lastig, Video lastig am Ende der Woche, weil ich einfach wirklich was nachzuholen hatte. Ja, aber ne? Und Hogwarts Legacy lastig. Dafür fast gar kein WoW, also das ist ja wirklich wenig im Vergleich zur Woche davor, wo quasi jeden Tag WoW stand. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier ist eigentlich noch ganz viel Planung mit dabei, aber ne? Passt halt nicht alles da drauf. Ich brauche irgendwann mal einen Big Planner, glaube ich. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei und wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag und ja, sage hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Thimmeltek. Bye, bye.